Ja Leute, und seid herzlich willkommen zu einer 1 vs 1 Runde auf Timoja. Nicht 1 vs 1. 2 vs 2! 2 vs 2 gibt's! Ja, gibt's neu auf Timoja und das ist die allererste Runde. Wir spielen ein 1 vs 1. Eigentlich ein 2 vs 2. Ja, ich denke mal, einige werden vom Update schon mitbekommen haben. Man kann jetzt ein Team machen und dann, wie gesagt, 2 vs 2 zum Beispiel spielen. Und Jenny scheint es auch ein bisschen zu laggen. Ja, und mit dabei ist der Zeitwix. Hallo. So, wir spielen gerade im Team jetzt gegen insgesamt 15 andere Teams, wie man sieht. So, in 20 Sekunden geht's los, weil neu ist auch auf die Mode. Wenn man slash Start eingibt, dann dauert das nochmal 60 Sekunden, bis es wirklich losgeht. Das ist auch beim normalen Nice 1 so. Jetzt neu. Und ja, gut, so. Na gut, wenn ich jetzt auch an Scheibe bringt's eh nichts mehr. Wir sind 17 Teams. Sehr, sehr geil. Gar nicht so viel mitmachen. Okay, erste Runde beginnt. Und wir spielen gegen. Leute, da sind einfach mal 5 Leute drin. Ja, okay. Der eine ist buggy immer. Ah, ja, kann sein. So, ich hoffe jetzt einfach, es laggt nicht zu sehr. Ui, ui, ui. Ich glaube, der andere macht mich gleich fertig. Ich soll nicht springen, wenn ich. Okay. Bist du denn? Ja, ich denke schon. Oh, ich hab ihn. Okay. Da konnte die Heal Potion nicht mehr nehmen. Ah, da ist der andere schon. Es laggt. Alter, lol, der hat gerade geleckt bei mir. Ja, bei mir auch. Hab ihn. Oh, nice. GG. Sehr, sehr geil. Ich habe immer wieder gefragt, was ich für einen Rang auf Timoja habe, Leute. Weil normalerweise Premium ist ja orange und ich habe ja so einen blauen oder türkis, wie man der Farbe sagt. Und Leute, das ist nicht irgendwie Supporter oder sonst ein spezieller Rang. Ich habe beide Pfeile reingedrückt. Ja, ich hole mir den einen. Ja, ich krieg den anderen wahrscheinlich. Ja, ich habe den einen. Oh Mann, wie das leckt gerade. Ja, aber Leute, im Prinzip ist das einfach nur Lifetime Premium, also Expert Rang, was ich auf die Mode habe. Jo, wir haben gerade 2-0 gewonnen, eigentlich sehr, sehr gut. Gott, läuft. So, jetzt müssen wir halt den Rest vom Turnier noch hier irgendwie spectaten. Aber ich denke, es sollte schon relativ schnell wieder losgehen. Ja, denke ich auch. Das Ganze ist dann halt auch noch ein wenig buggy. Wir haben das ja im Livestream auch schon getestet, am Samstag, glaube ich, war's. Und da hat man gemerkt, wenn jemand von einem Zweierteam leftet, dann gewinnt immer das genische Team. Irgendwie, egal, auch wenn der eine alleine beide Spieler tötet oder so. Irgendwie funktioniert das dann auf einmal nicht mehr. Also, ja, ist wahrscheinlich halt einfach noch ein Fehler und ein Bug, den man im Moment noch nicht beheben konnte auf Timoja. Ist manchmal so ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, das wird man schon beheben können, irgendwann. Aber es ist echt ein bisschen buggy, dass dann auch einfach so zu viele Spieler angezeigt werden, wenn man auch Tab drückt. Ja, und ich habe echt schon lange kein 1 vs 1 mehr gebracht und ich hatte irgendwie echt mal wieder auch Bock dazu. Und falls ihr auch Bock dazu habt, Leute, dann schreibt es auch in die Kommentare auf jeden Fall. So, man kann auch mit Optifine so wenig anzoomen. So, okay, da haben sie. Und jetzt sind wir wieder am Start. Yo. Ja. Ich kenne gerade niemanden von denen. Aber egal, man muss ja nicht immer alle Leute kennen. So. Oh, ich hoffe, es leckt nicht. Also, ich habe gerade irgendwie Frame-Einbrüche ein bisschen. Ja, ich auch. Alter, also lol. Deine geht auf dich. Hier habe ich schon 6 Herzen verloren. Lol. Ich glaube, der leckt mich gerade. Der leckt mich gerade in den Tod rein. Lol, es leckt. 2,5 Herzen. Ja, es leckt. Und ich hab diesen Fabi gleich, glaube ich. Es leckt bei mir. Halbes Herz. Ich bin tot, ja. Ich habe den einen. Ja, aber ich denke, ich bekomme ihn. Okay. Außer Fabi hat auf jeden Fall auch nicht mehr viel. Ja, und er brennt. Wie viele Herzen hast du? Oh, nice. ich sehe es gerade nicht. Oder? Ja, ich glaube, er ist so voll gestorben, weil es hat geleckt. Eingelaufen, die er selbst geplaced hat. Ja, bei mir hat es geleckt, deswegen habe ich es nicht. Ja, ich habe es gesehen. Okay, ich habe einen einmal getroffen. Und warte, geh noch nicht direkt rüber, weil ich wurde einmal getroffen. Ah, ich wurde auch einmal getroffen jetzt. Ja, die sind ja schon nicht schlecht. Okay, nice. Ich geh mal drauf auf den einen, auf den Quaff oder irgendwie wie der heißt. Oh, es leckt. Schau mir den Fabi, ich hab den Fabi. Ja, ich seh's. Nein, du schlägst mich. Also bist du. Stimmt, vorhin waren unsere Gegner beide rot. Oh, den muss ich kriegen. Scheiße, ich bin. Ah, nice. GG. Hat noch 8,5 Herzen. Du hast gerade mir eben mich geschlagen. Ja, ich weiß, weil vorhin waren unsere Gegner immer rot. Mhm. Und jetzt auch nie rot, da egal. Man kann ja auch Friendly Fire ausstellen. Stimmt, aber man kann seine Farbe auch ändern über den Command, glaube ich. Weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall Friendly Fire ausmachen. Das weiß ich.
Okay, nur noch zwei Kämpfe. Da scheint man dieses Mal was können. Der meint wahrscheinlich, ich sei Supporter oder sowas, aber ich bin Lifetime-Premium. Warum checkt er das nicht? Der denkt wahrscheinlich, ich sei Supporter. Weil normales Blau ist Supporter. Und dieses Hellblau. Nee, gelb ist Supporter und. Gelb ist Supporter normal- und dann ist sind sie Bilder oder Helper. Nee, das normale Blau ist Admin. Ach so. Die haben das ganz anderes und so rot. Okay, ich werde nicht geportet. Ja, es ist auch. Ja, jetzt leckt es auch wieder. Oh Mann. Diesen Fehler hatten wir ja vorhin auch schon mal. Das liegt jetzt wieder mal am Server, ja. Dann warten wir einfach kurz. Leck. GG. Oh Mann. Meint was? Der hat gesagt, Mutilisma macht den Developer-X. Ja, er dachte, ich wäre Developer. LOL. Okay, komm. Gehen einfach raus. Slash leave. Genau, und das ist jetzt auch so ein Fehler. Diesen Befehl kannst du hier nicht ausführen. Du musst slash leave tun hier, aber ich hab direkt hab, weil der Server ja generell leckt. Dann das stimmt. Lass mal ver- okay. Sonst lass ihn einfach noch ein normales 1-1 Turnier machen. So, der Führer in Premium, glaube ich, schnell. Sag du mal, in welchen Server du gehst. Ich bin in 4. In 4. 4. Okay, der ist da. Okay. Gut, ich mache einfach mal hier slash great direkt. Okay. Aber da haben wir jetzt auch gerade gesehen, dass 2 vs 2 ist schon noch ein wenig buggy. Mit dem 3 vs 3 wird dann gibt es auch viel mehr Bugs dann. Nein, das lag gerade nicht am 2 vs 2, das hat generell alles geleckt. Achso, wie im Server? Ja. Ja, das kann gut sein eigentlich. Aber gut, trotzdem. Weil der Server ist danach auch off gegangen. So, slash join, Mutilismus sag ich jetzt einfach mal. Zack. So, ja, die lag schon ein wenig. Na gut, trotzdem. Mal gucken, wie viele Leute joinen. Mal gucken. Ich mache auch direkt mal slash start, sonst geht's ja ewig. Weil es dauert eh 60 Sekunden, bis es losgeht. So, join Mutilismus, Leute. 1 vs 1 Turnier, ganz normales. Aber 2 vs 2, ich finde es eigentlich noch recht spannend. Ja, ich. Da kann man immer sagen, ja, wir gehen zuerst auf den, oder? Da kann man auch Team SG zum Beispiel trainieren. Oder ich finde, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, bist du eigentlich in einem Clan, Jodi? Ja. Okay, weil ich denke, damit kann man auch relativ gut trainieren, so für Clan Wars und sowas. Na gut. So, 30 Sekunden, dann geht's los. Laggt, okay, die schauen. Ja, die laggt ja überall ein bisschen. Und das Spiel kann man auch nicht machen. Doch kann man, 23 aktuell. Okay, 31. Na gut, ist ja immer so ungefähr gleich bei mir. 18. Du. So, los. Ich schau noch wahrscheinlich das Join Mutilismo bevor es losgeht. Okay, 2, 1 und go. Leben ist noch gelieft. Und ich spiele gegen Dexstar 2200. Mal gucken, was der Dexstar denn drauf hat. So, erstmal kriegt er einen Pfeil von mir angedrückt. Und dann geht er echt mal richtig krass auf mich drauf. Und dann leckt es erstmal richtig krass. LOL, that lag! Ich habe doch die Heal Potion noch genommen, aber nee. That lag. Ich ten. Ich habe einfach getroffen von hier hinten. Oh mein Gott. Okay. Na. So, wo ist der? Der ist da vorne. Also ich vielleicht hat er auch geleckt. Nee, der ist aber leckt. Ja, okay, dann. Na gut, ich versuche jetzt trotzdem mal irgendwie an ihn ranzukommen. Und jetzt passiert manchmal auch echt oft, dass einfach man so mit. LOL, jetzt leckt's wieder. Ich kann die. Alter, hackt der oder so? Ja, wahrscheinlich liegt es an den Decks. Wahrscheinlich liegt es jetzt gerade an den Decks. Ja, 6 Herzen. Das kann fast nur Decks gewesen sein. Alter Mann, das ist einfach so kacke. Das ist so schade manchmal. Okay, oh, der hat den Lava einfach sehr gut geplaced. GG. Na gut, ich werde wahrscheinlich eher ausscheiden aus dem Turnier. Wie raus das? Oh Mann. Lass dir killen, schreibt der andere. So, wie sieht's aus? 30. Zu Timon habe ich immer einen Kackping, Jondi. Ich bin weitergekommen. Also, ich habe jetzt gewonnen. Das weiß ich. Achso, na gut, wir haben nicht 30 Millisekunden eingestellt. 30 Millisekunden. 3 Quali-Runden eingestellt. Aber es leckt Jondi immer noch. Wenn wir haben slash TPS, kann ich das auch eigentlich? Ich glaube nicht.
Nee, kann man nicht. Was denn? Ich weiß gar nicht, ob man zu TPS die Permission Events nicht hat. Wahrscheinlich ist das auch nur etwas, um Serverlex rauszufinden. Oh, der Lonzo ist da. Lonzo. Boah, Alter, ist leckt grad. LOL. Der hat einfach in den Lex getötet, sozusagen. Dir wurde kein Gegner zugewiesen. LOL, okay. Nice. Alter, also, das leckt ja nur im Moment. Das ist ja nur am Rumlecken grad. Na gut. Respektaten. GG. Gut, ich schreibe auch mal GG. Dann gehört Yondi dazu noch. Okay, jetzt, ich weiß nicht, ob es doch leckt. Aber. Ja, wer weiß. So, mal ein paar Screens machen. Für Thumbnails. So. Gut. Alles klar. So, das müsste die zweite Runde jetzt sein. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Na gut. Wann sind die beide ne, sind sie nicht. Schlecht. Ja, es leckt wieder. Also, bist du gerade auch im Kämpfen? Ja. Okay, aber ich habe eben keinen Gegner gehabt. Es sind nur noch 11 Leute drin, haben jetzt so viele gelieft gerade. Lol. Okay. Okay. Alter. Also ein halbes Herz, das war ein ziemlich ausgeglichener Kampf. Jetzt steht es 1-1. Mal gucken, wer den denn gewinnt. Oh Mann, ich muss echt mal wieder auf die Mode aufnehmen, wenn es nicht mehr so leckt. Aber Timoda ist echt überlastet, seitdem dieses diese zwei Turniere gibt. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Ich frage mich auch, wenn die so gegeneinander kämpfen, ob sie halt gegenseitig auch Lags haben oder ob das nur von mir so aussieht. So, und ich bin dann gegen Alexander Stefa. Okay, was geht? Dead Lags, ja, es scheint extrem viele, dass es laggt. Aber es stimmt auch leider. Okay, Pfeil getroffen. Okay, schade. Den anderen kassiere ich vielleicht gleich. Okay, ich weiß es nicht, ob das auf shit. Oh shit, er hat da einmal geplaced. Und ich muss Heal Potion nehmen mal. Oh man, hat er gut gemacht mit dem Lava-Eimer. Aber ich mach's besser. Ne, mach ich gar nicht. Alter, und schnell wieder zum Schwert wechseln. Und, LOL! Ich bin verbrannt. Shit, ich bin verbrannt. Ich hätte ihn noch gekriegt wahrscheinlich. Ein Hit hätte ich ihm nämlich noch geben können. Okay. Na gut. Na gut. Na los. Ernsthaft, der zieht von einem mit dem Bogen. Lol, hab ich ihn jetzt auch getroffen oder nicht? Weiß gar nicht. Na gut. Von so weit mit dem Bogen zu schießen bringt es ihm auch gar nicht. Weiß nicht, was der macht. Versucht er wieder den Lava-Eimer zu placen. Aber you just failed. Sag ich mal. Oh lol, shit. Ich muss auch hier Potion nehmen. Oh, und er ist in Lava gelaufen. Und. Lol, lol, lol. What the fuck? Alter, niemals. Timoria, please. Timoria, du bist so ein Scheißer. Diese Legs, das ist nicht mal schön. Okay, gut, ich bin wenigstens im 8. Finale, glaube ich, oder? Na gut, keine Ahnung. Warum leckt das so? Ich hasse Legs. Du. Nice, GG. Okay, man kann also doch noch Kämpfe gewinnen, wenn es geht. So, ich spiele eigentlich gegen MC Leo YouTube. Bist du eigentlich noch da, Nick? Hallo? Lol, ist der Zeitungs eigentlich noch da? Noch ist sogar konzentriert am Kämpfen, ja, du. Wer weiß. So, Pfeil reingedrückt, sehr gut. Einer hat auch kassiert. Jetzt kassiere ich dafür. Wenn es wieder ein bisschen leckt. Nö, nee, lol, ich bin GG. Okay, okay. Entweder der geht's ich oder der Server leckt oder ich habe einfach nur Luck. Na gut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich ausgeschieden bin. Jetzt habe ich eigentlich auch hier zwei Runden verloren und eine gewonnen. Ich habe keine Ahnung. Und das steht ja eigentlich hier eins, oder? Moment mal, da stand doch irgendwas. Du hast eine von drei Runden gewonnen oder so. Moment mal. Wo war das? Du hast eine von drei Runden gewonnen. Damit hast du dich für die K.O.-Phase qualifiziert. Ah, und die K.O.-Phase habe ich jetzt sozusagen gewonnen. Und jetzt müsste es theoretisch weitergehen für mich. Okay, das heißt, dadurch, dass ich die K.O.-Phase gewonnen habe, oder diese K.O.-Runde, da muss ich weiterkommen. Na gut, ich bin mal gespannt.
Bin mal gespannt. So, okay. Direct. Und wie heißt er? Doch. Direct. Keine Namen eigentlich. Und Alonso ist auf jeden Fall ein Stream-Zuschauer. Den kenne ich jetzt ausnahmsweise mal. Okay. Gut, ich bin echt gespannt, ob ich jetzt weiterkomme. Ja, ich komme weiter. Okay, das heißt, ich bin im Viertelfinale. Lol. Oh Mann, der hat mich in einem Pfeil getroffen, schon von da hinten. Habe ich ja vorhin auch einmal. Aber für sowas muss man echt Luck haben. Das ist einfach nur Luck manchmal. So. Ich weiß übrigens nicht, ob ich eine Angel in mein Kit nehmen soll. Schreiben wir das mal in die Kommentare oder so. So, oh lol, es laggt wieder richtig hart. Lol, that lags! Alter Mann, ohne Witz. Timoda. Mach mal was gegen die Lags. Okay, gut. Das war jetzt nur, weil ich in den Bogen gut getroffen habe. Ich könnte noch GG schreiben eigentlich. Gut, ich hoffe jetzt, ich komme weiter, dann bin ich immerhin im Halbfinale, glaube ich. Oder im Finale? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. So ist mein Gegner, ich sehe ihn nicht. Auf jeden Fall hat er schon... Ah, da ist er. Hat auf jeden Fall schon beide Pfeile verschossen. Lol, und jetzt hält er mir... Alter! Jetzt hält er mir gerade richtig aus. Aber ich teile ihm auch aus. Und, Alter! Leg mal nicht so rum! Alter, 7 Herzen niemals, Timoda! Verarsch mich jetzt nicht, sowas kannst du mir nicht angeben. Scheiß, Timoda, Server. Ohne Witz. Oh Mann. Okay, das ist auch gerade geleckt wieder. Ich habe keine Pfeile mehr. GG. Okay, wahrscheinlich wieder gleich einen Lava-Eimer platzieren. Ne, wieder gar nicht. LOL! Wie geht sowas? Sowas geht nicht, sorry! Na gut, dann bin ich eben ausgeschieden. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist auch eine lange Aufnahme. 17 Minuten immerhin fast. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und auch ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao, ciao!